Markus Neuli anstatt dem erhofften Befreiungsschlag kommt leider eine neue Niederlage. Eine verdiente. Ja, wenn wir keine Goal schiessen vorher, dann ist es schwierig zum gewinnen. Ja, hinten haben wir es nicht geschafft, was wir uns vorgenommen haben, dass wir mal zu Null spielen. Und vorher haben wir, wie gesagt, Chancen nicht gemacht. Und von dem her wird es schwierig. Du sagst es, wir werden offensiv weiterhin sehr, sehr wenig oder sehr selten gefährlich. Worauf führst du das zurück? Ja, es hat verschiedene Faktoren. Ja, wenn wir in Positionen kommen zum Flanken, dann ja, sind wir manchmal zu wenig in der Box. Und umgekehrt, wenn man genug in der Box kommt, kommt Flanken nicht. Und ja, es ist im Moment alles, wo gar nicht stimmt. Es gilt allgemein im Leben und jetzt auch im Fußball. Man darf nicht aufgeben und muss weitermachen. In einer Woche wartet der Cup. Wie geht man das Spiel an? Ja, genau gleich. Ich glaube, wir müssen einfach auf den Platz Vollgas geben. Ja, weil wir gewinnen. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dass wir im Cup eine Runde weiterkommen. Dass wir uns so keine Blöße geben und Selbstvertrauen sammeln können. Danke vielmals. Patrick Rahmen, mittlerweile sind wir bei 4 schmerzhaften Startniederlagen. Ja, nicht allzu viel Positives gesehen von uns auf dem Platz. Wie hast du es beurteilt? Ja, wir sind glaube ich, nicht schlecht ins Spiel reingekommen und haben eigentlich unsere einzige Chance haben wir nicht genutzt gehabt. Was natürlich extrem wehtut, sind die 2 Gegengole, die zum Standort raus sind, wo klare Zuteilung war und beim zweiten Goal eine Flanke, wo der Gegenspieler ein Kopf kleiner ist. Und wenn du natürlich so ein Gegengole bekommst, dann wird es schwierig auch zu punkten. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, nach vorne viel zu wenig gesehen. Wir haben zwar hinter dem Spielaufbau ist okay gesehen, aber wir sind nicht konkret geworden in der gefährlichen Zone. Und ja, die Sache analysieren, wir müssen zusammenstehen, die richtigen Schrauben drehen und schauen, dass wir jetzt im Göpp und gegen Giasso gewinnen. Etwas anderes gibt es nicht. Du hast auf 3 Positionen den Startelf Wechsel vorgenommen. Was hast du dir von dem erhofft? Ja, ein bisschen mehr Präsenz von diesen Spielern, vor allem von Miguel Peralta über die Zeiten. Aber es ist am Schluss nicht aufgegangen, es ist klar. Wir haben, wie ich vorhin gesagt habe, nach vorne war es zu wenig und hinten lassen wir dann die Goal zu. Und es ist extrem frustrierend, aber nochmal, es gibt nichts anderes als analysieren, trainieren, Gas geben und den Bock umstoßen. Es wartet jetzt der Cup, kommt die kurze Auszeit von der Meisterschaft zu einem guten Moment? Ja, wir müssen schauen, dass wir den Cup gewinnen und dann nachher die Zeit optimal nutzen, dass wir nachher an der Meisterschaft wieder die richtigen Leistungen können bringen, dass wir auch Punkte tun. Danke vielmals.